Ach, sieht das schön aus. Wow. Cool. Jetzt, pass auf, jetzt. Ja, sehr gut. Das klappt gut, oder? Ja, wackel, wackel. Wackel, wackel. Hey, hey! Wir haben auf den letzten Drücker kamen die Stapelsteine noch an, die ich mir so gewünscht hatte für Jolina. Und wir haben sie mit in den Urlaub genommen. Das hatte ich nämlich auch vor und es hat geklappt. Und wir hatten die mit am Strand und wir haben die dort in der Wiese gehabt. Und du merkst den Steinen auch nichts an. Ne? Und Jolina hatte so einen Spaß damit. Und das ist ja Spaß und Therapie in einem für sie. Das ist so gut für den Gleichgewichtssinn, das werdet ihr noch sehen. Und auch, wie sie sich gefreut hat. Das war so genial. Viel Spaß beim Video. Und also, ich kann euch die Stapelsteine nur ans Herz legen. Und ihr werdet es gleich sehen. Ich habe ein affengeiles Unboxing für euch. Und ich bin erstaunt, wie mega leicht das ist. Guckt mal. Ja, hier ist der Regenbogen. Und hier zum Balancieren noch das Balanceboard. Also ich bin total begeistert. Und was wir damit machen, das werden wir demnächst noch zeigen mit diesen Stapelsteinen. Und die sind so mega leicht. Die können jetzt, wenn wir in Urlaub fahren, auch oben in die Dachbox rein. Da stören die keinen Mensch. Hallo. Ja. Oh. Was ist das? Noch nicht. Geh mal hin. Oh. Oh. Ja, aufhören. Ja, das kannst du mal auf den Boden legen. Das sind Stapelsteine, die kannst du auseinandernehmen. Schön. Schön? Ja. Wie viele Farben hat er? Ja, wie ein Regenbogen, ne? Nur die Regenbogen. Wie ein Regenbogen, ne? Und Stapelsteine. Hol mal den obersten runter. Und legen mal auf die Erde. Oder so rum, ja. Du kannst ihn aber auch andersrum auf die Erde legen. Und dich mal draufstellen. Nein. Doch? Nee, das da. Kannst du auch runterholen und auf den anderen drauf machen oder nebendran. Oh. Ach, sieht das schön aus. Eine Blume, ne? Ich bin fertig. So, bin fertig. Schön sieht das aus. Kannst du dich auch draufsetzen? Nein, nicht draufsetzen. Nee? Du gehst nicht. Geht nicht? Nee. Ja, das geht. Probier. Oh, toll. Hier ja, dann mal auf den nächsten. Oh, der kippelt, ne? Nein, die eine Seite umdrehen. Das kann man. Dann kippelt er nicht so. Cool. Nein, Seite gehen. Mhm. Und weiter. Rot. Mal dahin. Ja, schaffst du das einmal rund? Ja. Ja, super. Upsa.
Hey, cool. Hier besser. Hast du mal geschafft? Dann noch. Gleich hast du geschafft? Ja! Juhu, toll! Hier, eine Treppe. Oh! Cool. Und dann unten wieder runter. Vielleicht, wenn du sie festhältst, kann sie auch mal drauf balancieren. Lehne mal andersrum. So, na gucken wir mal. Der Papa kann dir die Hand geben. Wow. Cool. Und jetzt, pass auf, jetzt wird's. Ja, sehr gut. Ja, Wahnsinn. Und? Wow, cool. Super. Das ist gut. Das ist gut, die Muskulatur hier. Super. Wow. Ja, dann hüpf. Okay. Und Jalina, erzählst du mir was über die Stapelsteine? Der Papa hat eine Treppe draus gemacht? Ja, und dann ein Bein. Hast auf einem Bein gestanden? Auf dem wackeligen Stein da? Ja. Das klappt gut, oder? Ja, wacke, wacke. Wacke, wacke. Und machen die Spaß? Ja. Ist es gut, dass wir die mit in Urlaub genommen haben? Ja. Was könnte man da noch alles mitmachen? Hast du schon eine Idee? Mhm. Okay, so tschüss sage. Dann sag mal tschüss. Tschüss. Ja, und dann haben wir die Steine noch mit an den Strand genommen. Nicht alle, sonst wäre der Bollerwagen voll gewesen. Wir mussten ja auch noch Sandspielzeug und meinen Liegestuhl und Gedöns mitnehmen. Aber auch mit weniger Steinen hat man total Spaß. Da sind Muscheln und da hast du deinen Parcours? Ja. Yes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Herz, einen Daumen hoch oder sonst irgendwas gebt und vielleicht sogar meinen Kanal abonniert, das soll man ja sagen, gell? Aber ihr findet auch ganz viel Alltagsgeschichten von mir auf Instagram, auf Jolinas Welt. Leider kann ich irgendwie diesen Kanal nicht umbenennen in Jolinas Welt, da könnte ich echt kotzen. Aber ihr findet mich. Tschüss!